1230 Meter Jagdspringen. Das ist so außergewöhnlich, so extrem, dass es besondere Männer und Frauen zum Siegen braucht. Den Parcours erfindet Eduard Pulvermann 1920. Nur die Besten sollen durchkommen, so seine Maxime. In den ersten 13 Jahren springt kein einziger Reiter fehlerfrei. Allerdings wird er auch selber Opfer der eingebauten Tücken. Pulvermann scheitert Jahr für Jahr am 14. Hindernis. Deswegen heißt es heute Pulvermanns Grab. Der erfolgreichste Derbyreiter ist Nelson Pessoa. 7 Siege, ein unerreichter Rekord. Der erste 1962, der letzte sagenhafte 32 Jahre später auf Vivaldi. Einen anderen Rekord hält der Lokalmatador, der große Fritz Tiedemann aus Elmshorn. Er gewinnt mit 5 verschiedenen Pferden, zuletzt 1959 auf Retina. Weniger Glück hatte dagegen der erfolgreichste deutsche Springreiter aller Zeiten, Hans-Günther Winkler. Sein erster Auftritt am Wall 1949 endet im Krankenhaus. 1955 schaffte er es dann endlich, sein erster und letzter Derbysieg. In diesem Jahr kann nun ein anderer Geschichte schreiben, André Thieme auf Nakorde. Nach bereits 3 Siegen wäre der niederländische Wallach das erste Pferd mit 4 Derby-Erfolgen. Das hat es bisher noch nie gegeben. Derby-Traumpaare Hans-Günther Winkler und Haller, Fritz Tiedemann und Meteor, Toni Haßmann und Colin. An dieser Stelle hat sich Parcours-Erbauer Eduard Pulvermann selbst übertroffen. Der große Wall gibt Klein Flottbek seit 1920 sein Gesicht. 6 Meter schaut der Reiter in die Tiefe. Selbst Meisterreiter wie Hans-Günther Winkler bringen sich hier in Lebensgefahr. Sein erster Auftritt am Wall 1949 endet im Krankenhaus. Das 14 Zentner Bums und ich da oben drauf. Ich dachte, ich hätte alles, wäre auf Lebzeit entmannt und das Pferd, denke ich, auch kaputt. Aber wir hatten nur alle uns sehr wehgetan, aber es waren Prellungen, Stauchungen. Aber das war meine erste Erfahrung mit dem Derby. Das Naturhindernis hat seinen Schrecken nicht verloren. Hindernis Nummer 14. Ein Sturz, der ihn weltberühmt macht. Eduard Pulvermann. 1920 gestaltet er den Parcours für das deutsche Springderby in Klein Flottbek. Ein Husarenoffizier, bekannt durch seinen Reitstil und sein elegantes Auftreten. Der Zylinder sein Markenzeichen. Der Hamburger Kaufmann will den schwersten Parcours der Welt bauen. Dazu gehört Pulvermanns Grab. Erst bergab, dann übers Wasser, dann bergauf. Höchster Schwierigkeitsgrad auch für den 5-fachen Olympiasieger. Im Moment des Abschwungs guckt das Pferd ins Wasser. Pferde gucken, guckt ins Wasser und dabei kann es vorkommen, dass es vorne oder hinten eben nicht ganz so sauber springt. Hindernis Nummer 14 ist so schwierig, dass Eduard Pulvermann es selber niemals fehlerfrei überwindet. Nach seinem Sturz schreiben die Hamburger Zeitungen halb spöttisch, halb anerkennend von Pulvermanns Grab. Rekorde beim schwersten Parcours der Welt sind für die Ewigkeit. Einen davon hält der große Fritz Tiedemann. Er gewinnt mit 5 verschiedenen Pferden, zuletzt 1959 auf Retina. Der Beste aber war Nelson Pessoa. 7 Siege, ein unerreichter Rekord. Der erste 1962, der letzte 32 Jahre später. Mein Glück war, dass ich einfach immer gute Derby-Pferde hatte. Irmgard von Opel ist die erste von bisher nur 4 Siegerinnen in Klein Flottbek 1934. Ihr folgt im ersten Derby nach dem Krieg Käthe Schmidt-Metzger. Seitdem kein deutscher Damensieg mehr. Respektlos treibt Marion Moult Cokes aus England ihren Ponyhengst Scholer über die Strecke. Die Silbermedaillengewinnerin von Mexiko war als erste gestartet. Nur 2 Amazonen von der Insel haben das Derby noch gewonnen.
Der 23-jährigen Engländerin gelang, was nie zuvor eine Frau in Flottbek erreichte. Mit dem einzigen fehlerlosen Ritt des Tages gewann sie das deutsche Derby. Marion Cokes und Caroline Bradley 1975, die beiden englischen Siegerinnen. Deutschlands langjährige Top-Reiterin Helga Köhler ist immer nah dran. Sie platziert sich 8-mal. Aber auf den Sieg einer deutschen Reiterin wartet Klein Flottbek seit 1949. Hans Günther Winkler gegen Fritz Tiedemann. Das wohl heißeste Duell in der Derby-Geschichte. Alle haben von uns gelebt, das heißt, der Sport hat von uns gelebt, von der Rivalität, von der sportlichen Rivalität. In Heide geboren und in Elmshorn aufgewachsen, Klein Flottbek ist für Fritz Tiedemann ein Heimspiel. Die siebenjährige Schimmelstute kam unter Tiedemann in 46,7 Sekunden auf den ersten Platz. Insgesamt 5-mal gewinnt er das Derby in Hamburg. 1955 schafft es dann auch endlich sein großer Rivale Hans Günther Winkler auf seinem berühmten Pferd Haller. Der Fritz hat gewonnen und ich bin hier nur hingekommen, um zu beweisen, dass ich das auch konnte. Hans Günther Winkler und Fritz Tiedemann, ein wahres Legendenduell. Als letzter Reiter brachte Nelson Pessoa sein zweites Pferd, den 10-jährigen Espartaco, auf den Kurs. Nelson Pessoa ist gerade mal 26 Jahre alt, als er das Derby zum ersten Mal gewinnt, im Sommer 1962. Pessoa ist eine sichere Beute des brasilianischen Paares. Und stolz nimmt Pessoa den Pulvermann-Gedächtnispreis entgegen. Der bescheidene Espartaco jedoch entzieht sich allen Ehrungen durch die Flucht. Aber das ist erst der Anfang. Nelson Pessoa ist der erfolgreichste Reiter des Hamburger Derbys. Der Brasilianer mit Wohnsitz nahe Brüssel gewinnt in Klein Flottbek 7-mal, so oft wie kein anderer. Sein Sohn Rodrigo, Olympiasieger und Weltmeister, schafft es dagegen nie. Der Vater schreibt dafür Geschichte. Der letzte Erfolg 1994, 32 Jahre nach dem ersten Sieg. Ich liebe diesen Ort, diesen Wettkampf. Wenn ich heute noch einmal springen müsste, bevor ich sterbe, wäre es Hamburg. I don't want to jump anything else.